So, liebe Sky Family Freunde, und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Sky Family. Ja, liebe Trodianer, wir fliegen dann jetzt los und werden ein Stift. Okay, wir legen dann jetzt los und werden groß. Ich teste heute mal wieder den neuen Optifine aus. Es gibt jetzt mittlerweile eine Version, die zu 95% fertig sein soll, und da wollte ich das auch gleich mal testen. Und dann gucken wir doch auch mal, wie das Ganze läuft. Könnte es also sein, dass es ein paar Abstürze gibt, muss ich dann nochmal nachkonfigurieren. Und muss ein paar Sachen ergänzen. So. Heute haben wir eine etwas, ich sag mal, spannendere Folge, denn heute werden wir die Bäume abfällen. Mhm. Bäumchen fällen, ganz spannend. So. Das habe ich. Oh, da habe ich ja auch nochmal. Ist auch gut. Gut. Denn ich möchte das ja auch alles mal irgendwann fertig haben. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. So. Und dann versuche ich hier hochzukommen. Ich glaube, hier macht es am meisten Sinn. Ich hätte zwar auch bei dem anderen Baum hochkommen können, aber... So. Dann muss ich mich jetzt hier einmal... Na, wo kann ich hochspringen? Ja. Gut. Jetzt muss ich erstmal alles an Holz wegmachen. So, hier kann ich stehen. Ach, an Holz. An Laub. Springe ich mal hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann ist ja gar nicht mehr viel mehr. So. Dann fangen wir hier mit dem Baum an. So. Also, wo waren wir denn? Genau. Eine Sache in eigener Angelegenheit. Und zwar seid ihr ja sehr wenige, die die Sky Family schauen. Und ich würde halt gerne, dass es mehr Leute sehen, ja. Und dass nicht nur die Rust-Leute oder die Life is Feudal oder, sondern halt auch noch andere Leute. Bloß das ist wirklich nur mit eurer Mithilfe möglich, ja. Wenn ihr beispielsweise regelmäßig meine Videos guckt. Mhm. Zum Beispiel Rust ist ein riesengroßer Erfolg, muss ich sagen, für mich, ja, und da bedanke ich mich auch. Genauso war das auch bei Starforge. Ohne die Starforge-Leute, ohne die Starforge-Fans, besser gesagt, und ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen, dass ich überhaupt so weit gekommen wäre. Jetzt habe ich natürlich noch angefangen, wie ihr gestern gesehen habt, mit Heroes of the Storm, und ich möchte natürlich auch weitermachen. Ich darf ja auch Nintendo-Videos mittlerweile offiziell verbreiten. Also ich darf auch Let's Plays zu Nintendo machen. Ich habe da eine schriftliche Bestätigung. Und da würde ich natürlich dann auch gerne mehr machen, was das Ganze angeht. Gibt ja nur sehr wenige, die das dürfen. Man sollte anfragen, dann darf es eigentlich fast jeder. Bloß wenn man nicht anfragt, dann kann man auch nichts gewinnen. Okay. Ich frage jetzt mal nicht, warum der Baum jetzt hier auf einmal verschwindet. Warte mal, Moment. Halt, ich wollte doch zu dem darüber. Ah! Okay, gut. Nee, also wie gesagt, liebe Leute, ja, ich weiß, vielleicht gefallen euch die anderen Videos nicht oder so, aber vielleicht gefallen sie ja doch dem anderen. Guckt einfach mal rein, schaut euch meine anderen Videos an, gebt mir gegebenenfalls sogar Feedback. Also ich bin da auch sehr offen für Feedback, wenn ihr sagt, nee, das passt nicht so ganz zu dir, das Spiel. Ich habe hier langsam Angst, dass der Baum gleich verschwindet. Da ist nichts mehr, ne? Nee. Okay, gut. Also wie gesagt, guckt auch mal in meine anderen Videos rein. Ich weiß, es klingt schon teilweise gebettelt, aber... Ja, dann ist es halt gebettelt. Meine Güte, dann bettel ich halt mal. Muss ja auch mal sein, ne? Nein, also es soll jetzt nicht gebettelt sein, aber es wäre halt schön, wenn ihr auch die anderen Videos gucken würdet, beziehungsweise wenn ihr dazu immer euer Feedback geben könntet. Ja, weil man kann wirklich in jedem Video kann man noch was, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel bei Rust Challenges machen oder was weiß ich,
diverse Vorschläge. Ja? Ihr wollt zum Beispiel, dass ich dann hier Minecraft, was weiß ich, eine Höhle baue. Ja, dafür muss ich natürlich dann ein paar PvP-Events gewinnen, ne? Ansonsten habe ich nicht genügend Sachen. Aber ja, das würde mich auch mal interessieren, sowas zu machen. Ja, ich baue ja nicht nur Baumhäuser, bloß Baumhäuser sind halt die, die man hier am einfachsten bauen kann. Oder, was weiß ich, in Minecart, eine Minecart-Strecke... Oh, verdammt, es fängt an zu donnern. Ich sehe jetzt schon, gleich kommt hier ein Creeper oder so und dann war es das, ne? Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das noch passieren wird. So, Holz haben wir ja auch genügend. Ja, zurzeit mache ich ja hier Verschönerungsarbeiten und auch das, glaube ich, das gefällt euch nicht ganz so, habe ich irgendwie das Gefühl. Klar, es ist halt langwierig, es ist vielleicht teilweise auch langweilig. Jetzt gerade auch hier diese Bäume abhacken. Bloß, alles dient einem guten Zweck. Die Sky Family zu verschönern. So. Und jetzt bauen wir uns hier mal nach unten. Ansonsten, in meinem Rücken wärmt mir gerade mein Kater die Nieren, den Hintern, wie auch immer, hinter mir. Und ja. So, das müsste eigentlich dann alles schon reichen. Ja, der Baum ist auch dann weg. So. Ja. Außerdem, demnächst bekommt ihr auch noch einen neuen Vlog von mir, weil für die Leute, die Rust gesehen haben oder die Rust-Kommentare jetzt gerade von der gestrigen Folge. Vorgestrigen Folge. Gestrigen Folge? Vorgestrigen? Vorgestrigen. Ich glaube, vorgestern war es. Die Challenge Nummer, oder beziehungsweise die Folge Nummer 40, Challenge Nummer, ja. Jedenfalls eine Challenge war es. Ich hatte ja die Challenge gegen Pox verloren. Und, ja. Ich hatte als Aufgabe oder als Strafe dann von euch bekommen, ja. Das ist nämlich auch so eine der Sachen. Ja, da hat jemand schön reingeschrieben, schmink dich als Strafe, mach daraus einen Vlog. Ah, toll, okay. Natürlich mag ich meine Zuschauer, ich liebe sie auch und deswegen werde ich das natürlich dann noch machen. So, das brauche ich und das. Und dann mache ich mir hier schnell. Wieso ist denn da jetzt schon wieder eine Kuh draußen? Wie geht denn das? Das kann doch gar nicht sein. Und wieso höre ich hier einen Zombie? So. Gut, so, die Kuh, die muss ich jetzt wieder einfangen. Und wieso höre ich hier einen Zombie? Na komm her, liebe Kuh, komm. Ja, fein. Ja, fein macht ihr das. Ja, kommt alle rein. Komm rein. Ja, und rein da. Hier zu. Du hattest, glaube ich, noch nichts und du hattest auch noch nichts, oder? Gut, haben wir wieder zwei neu. Gut. Hui. Das war knapp. So, jetzt wollte ich zur Mob-Farm gehen. Den habe ich ja beim letzten Mal richtig schön mit Licht ausgebaut. Da sollte jetzt also nichts passieren. Okay. Nein, warum habe ich die Fackel jetzt nicht bekommen? Okay, das wundert mich jetzt mal nicht, dass ich die Fackel nicht bekommen habe. Und... Gut, jetzt muss ich hier gucken. Ich wollte das Ganze jetzt nämlich hier ein bisschen größer bauen, weil es hier anscheinend ein paar Probleme mit dem Licht gibt. Das heißt also... Ja, ihr seht auch Optifine, ne? Ich kann wieder ranzoomen. Bisher auch noch keine Abstürze, gar nichts. Ja. Jetzt fehlen mir nur noch die Shader und dann haben wir eigentlich fast wieder alles. So, Zäune. So. Oh, schön, die Sonne kommt raus. Der Enderman, der lacht und tanzt und was weiß ich nicht. So.
Hier will ich das größer haben, wie gesagt. Und da ich es ja größer haben will. Das ist doch hier echt zum Mäusemelken, oder? So. Zack. Zack. Und zack. Ja, ja, ich muss noch Fackeln gleich besorgen. Ja, wie gesagt, ich baue halt jetzt hier wirklich alles komplett für das PvP-Event aus. Dass wir auch, ja, hier wirklich alles auch Ösi-Play sicher haben, ne? So. Und damit wir... Ich höre hier die ganze Zeit die Monster. Ich habe irgendwie schon richtig so Angst, dass die irgendwann mal mich hier von hinten überfallen und dann zack, bin ich tot. Nein! Ist auch immer cool, wie sich der Enderman da reinportet und dann wieder verschwindet. So. Okay. So. Das ist... Wie gesagt, hier mache ich extra jetzt viel Platz. Es soll ja auch, wie gesagt, einmal gut aussehen. Soll auch Sinn ergeben. Die ganze Sache so. Ich habe jetzt noch 15 Stück. Habe noch ein paar Minuten. Das heißt also... Hier, das kann ich auch noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück sollte es mal reichen. Und da hat man gerade voll festgestellt, ich habe natürlich wieder schön meinen Skype, wollte ich es sagen, und ICQ, mein Facebook offen. Gut. Jetzt muss ich nur noch Licht platzieren. Aber, liebe Leute, ihr seht, es wird langsam besser. Halt, da fehlt noch einer. Man kann hier nicht mehr so einfach runterfallen. Es sei denn, es kommt ein Creeper, sprengt an in die Luft und man fliegt auch noch Kilometer weit weg. Rein mit deinem Hintern. Mann, Mann, Mann. Kühe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, wo hatte ich denn jetzt die Fackeln drin? Hatte ich die hier drin? Eine Fackel? Nee, nee, nee. Okay, gut. So. Gut. So, dann platziere ich jetzt noch die Fackeln. Und dann bin ich eigentlich schon wieder fertig mit der Folge. Verdammt, wo geht nur die Zeit hin? So, Hier, ja, Licht platzieren. Aber es kann ja auch nicht sein, dass hier wirklich die ganze Zeit durch diesen Lichtmangel, der hier angeblich herrschen soll, Gut, aber warum ist jetzt hier zu wenig Licht? Wenn ich das da wegnehme, ist hier zu wenig Licht. Das sieht alles so unnatürlich aus, so ohne die ganzen, mit den ganzen vielen Fackeln. Wenn ich die könnte ich ja eigentlich wegnehmen. Das müsste ja eigentlich passen. Und dann, ja, da habe ich doch schon eine Fackel. Da habe ich auch eine Fackel. Das muss doch eigentlich reichen. Aber hier, das da oben kann ich noch abbauen. So. Das müsste eigentlich reichen. Gut, dann noch ganz kurz hier ein bisschen kloppe. Wow. Ah, komm, eine Minute habe ich noch. Die nutze ich, um hier ein bisschen was kaputt zu hauen. Erfahrungspunkte gibt es auch massig. Das ist das Wichtigste hier, Erfahrungspunkte. Und dann mit den Kühen und so weiter können wir dann später im Nachgang schön Verzauberungstische machen, beziehungsweise Bücher. Alter, ist das ein Riesencreeper oder so? Der Monster Creeper. Boah, wie viele Creeper da drin sind, möchte ich jetzt gar nicht mal wissen. Das waren gerade mindestens zwei, die umgekippt waren. So, jetzt ist mein Schwert kaputt. So, aber das war einiges, was ich bekommen habe. Und auch wieder eine Möhre. Noch irgendwas? Oh, 14 mal Knochenmehl. Oder Knochen erstmal. Wo es dann Knochenstopp wird. Gut, dann jetzt schnell alles einsortieren. Das heißt also hier Werkzeuge rein. Pfeile rein. Bogen rein. Oh, meine Zeit, sie rennt mir davon. Ach, da hatte ich ja noch Holz.
So. So. Und so. Das kommt noch dazu. Passt sogar da noch hin. Kartoffel, Gunpowder. Knochenmehl. Glaube ich, hatte ich hier immer reingemacht. Knochen. Kartoffeln hatten wir erstmal hier. Halt, hier ist ja noch ein Apfel drin. Hier ist noch das drin und das drin. Das kommt dahin. Ja, und es hat wirklich super gut mit Optifine funktioniert, muss ich sagen. Also es gab jetzt diesmal keine Beschwerden oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.